Achso, ja, bin ich auch. So, bei mir dampft er gerade. Ich vermute mal, wir landen nicht auf der Farm, okay? Ja, aber sind wieder in der ETZ, in der Kirche. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen zur Farm, wahrscheinlich reden und dann zu dem neuen Planeten. Ja, also ich würde ganz ehrlich hier erstmal ein bisschen weitermachen. Bei der Farm? Ja. Nee, hier, in der ETZ, weil es gibt noch so viel zu tun. Achso, hier. Ja, ja, das habe ich. Ja, das meine ich aber auch. Ja, wir müssen ja ein bisschen das Open. Das Einzige, was Open World in dem Spiel ist, hier diese Gebiete, die wir gerne ausnutzen. Na, weil hier gibt es ja noch, glaube ich, haufenweise Abenteuer. Wie komme ich jetzt zu meiner Karte? Da. Ja, weil wir öffnen mal allein mal die Karte und gucken mal, wie viel da schon wieder dazugekommen ist. Ja. Vor allem diese Abenteuer sind, glaube ich, wenn du die einmal fertig hast, hast du fertig. Ja, eben. Ich würde sagen, wir machen wirklich so Planet für Planet machen wir durch. Ja, bin ich dafür. Ich habe auch lieber einen Planet abgeschlossen und. So, hast du das Ding, was ich jetzt gerade aktiviert habe? Kannst du das sehen, welches das Abenteuer? Auf der Karte aktiviert hast? Nee, ich habe jetzt gerade bei mir eins ausgewählt, ob du das sehen kannst. Das müssen wir noch annehmen, aber nein, habe ich. Nee, okay, dann starte ich das mal gerade. Komm mal mit. Ja, ich bin auf dem Weg. Dann müssen wir erst mit dem Onkel da oben quatschen. Nein. Okay. Lass mal eben nach oben. Wir haben doch bestimmt so komische Marken gekriegt oder sowas. Ja, das so wie. Müsste. Weiß nicht über die Hauptmission, aber dann sehen wir auch die ganz gut. Auf dem Weg, die sind immer in so kleinen Ecken. Ach, Mann. Ja. Ah, hallo. Nee. Was kann ich also für dich tun? Wir sind doch eine Einsatztruppe, oder? Ja, ja. Okay. Okay, weil hier vorne unten links, da ist ein Abenteuer. Okay, das hat bei mir jetzt nicht gestartet. Nee, gestartet hat es bei mir auch noch nicht. Ich habe es mir nur markiert auf der Karte, damit ich weiß, wo ich hin muss. Ja, dann gehen wir erstmal dahin. Da sind nur so viele Gegner. Ach, jetzt nicht mehr. Okay. So, dann aktiviere ich das ganze Ding jetzt. Ja. Ja, das sehe ich auch. So müsstest du jetzt, glaube ich, auch kriegen, ne? Ja. Was gibt es als nächstes? Helft mir, die Botschaft zu verkünden. Wir schicken von der Farm aus ein Signal an alle Leute, die aus der Stadt geflohen sind, um ihnen zu sagen, dass sie hier sicher sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es jeder überall hören kann. Verteile ein paar Signalverstärker in der Gegend. Das sollte klappen. Aua. Okay, da vorne müssen wir hin. Der Knoten hier ist online. Das Signal scheint bereits verstärkt zu sein. Das ging ja schnell. Ein Moment. Ich habe gerade einen Haufen Gefallene entdeckt, die auf dem Weg zu dir sind. Sei vorsichtig. Okay, ich bin immer vorsichtig. Was? Warum? Ich bin immer vorsichtig. Ich bin der Erste, der in den Gegner. Hoffe, die Gefallen habe ich hier. Mhm. Er rennt einfach wieder rein. Ich mache alles schön von hier hinten. Oh cool, ich bin Level 4. Und du bist schon Level 4, glaube ich. Ja, komischerweise. Wahrscheinlich ein oder zwei Gegner mehr abgeknallt. Im Solo. Okay, stopp. Ich schieß doch nicht. Nein, du rennst nur. So, komm, wir müssen einen von diesen komischen, eifrigen Vandalen da killen. Was ist das? Achso, das sind die. Okay. So, bist du eifrig? Ja, du bist eifrig. Der ist auch eifrig, der ist tot. Die Eliminierung des Captains unter der Kirche muss den Rest der Gefallenen hervorgelockt haben. Es kommen immer mehr. Hallo. Wir müssen dafür sorgen, dass das Signal stark ist. Beeil dich besser und platziere den zweiten Knoten. Ah, oh, hier oben ist eine Truhe. Oh Gott, wo bist du? Truhe, Blut. Guckst du auf die Karte? Ja. Karte. Ich bin sofort da. Ja, ich kenne nur gerade nebenbei noch ein paar Leute. Hier ist eine Truhe. Und da. Blut. Nein, sie ist verschwunden. Bevor ich sie looten konnte. Echt? Ja, weil ich zu langsam war. Ich hasse dich, Tour. Ich kann hier einen Spieler wiederbeleben. Nee, Dämmerlicht einsammeln. Ups. Ja, du wolltest sagen, das sammeln mal ein. Ich glaube, das brauchen wir auch irgendwo für. Ja, auch, glaube ich, für. Ach, ich weiß nicht mehr. Wir gehen einfach mal weiter. Aber sammeln ist immer gut. Ja. Kannst du da irgendwelche komischen Sachen hier untersuchen? Das geht, glaube ich, auch irgendwie. Das sind, glaube ich, nur die. Früher war es so friedlich hier. Das ist das erste Mal, dass ich seit dem Angriff der Kabale überhaupt gefallen bin. Wie heißt es? Nur die. Erinnert mich an die Stadt. Ihr habt alle das dafür gesorgt, dass wir keinen Geächteten nur Mission. Gesicht kriegen. Also du kannst eigentlich die Dämmer.
Die Dämmerkristalle, Mission und Truhen ist das Einzige, was sie hier öffnet. Oder halt diese Events. Truhe. Und es wimmelt von Wachen. Siehst du sie? Ja. Noch direkt hinter dir. Ich sage nur, dass die Farm keine Mauern hat. Man kann kommen und gehen, wann man hier, will. Das kannst du untersuchen. Also sorgen wir dafür, dass alle den Weg hierher finden. Was passiert da? Oder Hüter? Der Geist quatscht da irgendwie was zu. Ich dachte immer, die Gefallenen beten Maschinen an. Aber das sieht nicht sehr ehrfürchtig aus, oder? Vielleicht haben sie größere Sorgen. Die hat das bei mir untersucht. Achso, jetzt. Wenn, dann quatscht der irgendwann. Die Truhe ist wieder da. Nee. Nee, die ist noch. So, wo müssen wir denn hin? Hier vorne. Hier, ich platziere mal, ne? Ja. Ich habe das verstärkte Signal empfangen. Und eine Art seltsame Rückkopplung. Die Gefallenen sind wirklich hartnäckig. Ich bin mir sicher, dass sie eine Art Störvorrichtung in der Nähe haben. Wo? Oh. Jetzt hast du wütend. Ah, ich bin echt voll pro mit Granaten werfen, ne? Ich vermute mal, dass wir da rein müssen. Stoppe die Störgeräte. Okay, das nicht starten, weil das ist das Event, glaube ich, oder? Ja, hier vorne ist ein Event, das weiß ich noch. Das noch nicht starten. Ja. Weil sonst haben wir hier einen Gegner-Overrun. Guck mal, hier vorne wird mir was angezeigt, hier bei mir. Das ist wahrscheinlich das Störsignal. Ja. Jetzt ist kaputt. Nee, aber ein Dämmerlicht, das nehme ich auch. Jetzt hole ich mir auch noch mal eben, oder? Vorsicht, da kommen Gegner auf einem Transportvehikel. Oh. Miniboss. Oh, die habe ich getötet. Krass, das hatte ich noch nicht. Die haben mich einfach getötet. Ja, kann mal passieren. Aber du lebst, glaube ich, wieder, oder? Ja, ja. Ich... Hallo, wir sind Hüter, wir sind sterblich. Das ist gut. Ich bin da fleißig hin und... Ich hab mal mir so ein Ding geklaut hier. So, eins fehlt noch. Das ist bestimmt hier in dem Gebäude. Da in dem Gebäude bestimmt. Ja, ich geh mal rein. Hallo. Ja. Hab's kaputt gemacht. Da, ich habe ein klares Signal. Keine Rückkopplung mehr. Hier ist doch ein toller Empfang. Ausgezeichnete Arbeit. Ich bin bei Fahrzeugen und Spiele. Da. Aber eine Sache, ich töte alles nun, also mich und dich wahrscheinlich eher noch als die Gegner. Ich hab sie. Durch den Tunnel am Fluss vorbei. Das wow. Das gleich eine spannende Sache. Das ist der Ort. Was war das? Ich habe dort etwas zurückgelassen. Bist du hier hochgeflogen? Auf einmal. Vorsichtig. Oh. Ah, warte mal, das Event startet. Wollen wir es machen? Ja, komm, das machen wir. Wenn es eh jetzt gestartet. Was müssen wir machen? Betreibe die Gefallen. Wahrscheinlich einfach nur rumballern. Ach, Kacke. Was ist das? Sind wir alleine hier? Ja. Ich glaube schon. Ja, aber meistens ziehen diese Events ja immer haufenweise Spieler an. Du kriegst ja auch diese Marken dafür. Also die lohnen da sich. Da kommen noch mehr Gegner. Alter, ernsthaft? Ja, aber hier sind Flammenwerfer, Dingswerfer. Guck mal in die Mitte. Ja, ja, ich weiß, der droppt so Kugeln und die Kugeln müssen wir in diese Geräte kriegen wir den Raketenwerfer. Boah, stirb endlich. Was passiert eigentlich, wenn ich den mit dem Schneeball abwerfe? Der kriegt ja kaum Damage. Hm, der kriegt erst Damage, wenn er offen ist. Was hat mich denn? Was hat denn Lunge? Wieso stirbst du? Das frage ich mich auch. Aber auch gleich tot. Irgendwas hat richtig ekligen Damage gemacht.
Ja, das fette Viech da. Ja. Wenn das, es einmal also trifft, was müssen wir jetzt hier machen? Was hast du vorhin gesagt? Der droppt so, wenn du den die ganze Zeit anschießt, droppt er irgendwann so Kugeln. Und die Kugeln müssen in diese Behälter rein, diese, wo diese Waffe da drin ist. Ach so. Dann müssen wir dem einfach ein bisschen Damage machen. Okay, dann mach du das, ich kümmere mich um die Ads. Okay, das ist gut. Oh, ja. Ah, aber wir können ihm seine Kanone, die Schreiber eigenen. Wo ist eigentlich das Fahrzeug, wenn man so drauf? Alter! Okay, empfohlene Power 40. Das schaffen wir. Ja, aber. Zwei Minuten. Gefallen. Schon wieder. Das ist heftig. Ich weiß auch nicht, was uns. Gefühlt weiche ich hier auch aus. Also, zumindest Gefühl. Ich hab mich jetzt hinter so einem Dings versteckt. So, ich benutze einfach meinen Raketenwerfer. Drei. Da würde ich jetzt weggehen. Der schießt mir was Ding. Ich hab keine Munition mehr. Boah, droppt er das? Ich glaube, wir müssen die ersten Lebensleiste halt, also die ersten Viertel downhauen. Boah. Ich glaube, wir sollten schon mehr als zwei sein. Ich denke mal, wir machen gefühlt einfach zu wenig Damage, kann das sein? Ja. Aber wir haben ja noch teilweise Tutorial-Waffen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Alter, womit schießt denn der, dass ich da immer kurz vorm Draufgehen bin? Boah, dieser Laserstrahl, wenn du da auch nur ansatzweise in der Nähe bist. Ja, ich merke das. Ich sterbe gerade auch gefühlt in einer Tour. Ich glaube, der ist ein bisschen zu stark für uns. Aua! Auch die deine normalen Geschosse sind auch explosiv. Ich mach auch nur 20 Schaden. Ja, ist ja eigentlich. Also eigentlich ist es so gedacht, ich habe das Event auf dem Planeten gemacht, aber da halt selten alleine. Du hittest den die ganze Zeit. Also am besten an die Füßen, weil dort trittest du. Ja, hab ich gerade gemerkt. Kugel. Siehst du die Kugeln, die da sind? Ja. Und die müssen wir in das, ist jetzt eh vorbei, aber die müssen wir hier reinmachen, in beide, und dann kriegen wir diesen Raketenwerfer und der macht verdammt viel Schaden an dem. Ah, okay. Aber, wie gesagt, wir, unsere das, Zielcatch macht wir machen Abflug. Da einfach noch nicht den Damage. Du hältst sie auf Trab. Vielen Dank dafür. Egal, es gibt eine Truhe. Ja, gut. Bisschen Kohle. Ja gut, dann lass jetzt die Mission weitermachen. Ja, wo auch. Ah ne, das ist ein Schneeball, das ist gar kein Drop. Ich warte mal auf dich. Ich überhole dich doch gleich, kein Problem. Bin Jäger. Ausrede für alles, Jäger. Hm, ich merke das wohl. Oh, hier unten sind Kisten, ist hier was Schönes? Ne, nur ein paar Vögel. Also, dafür verlasse ich die Straße. Für Vögel. Ja. Oh, meine Hand schläft ein. Warte mal kurz. Wechseln zum Laufen. Wir sind schon fast bei deinen Koordinaten, Hawthorne. Oh. Gut. Ich habe dort vor einiger Zeit Vorräte zurückgelassen, als ich überstürzt aufbrechen musste. Vorräte für die Farm? Für die Stadt. Aber als ihr angegriffen wurdet, habe ich alles fallen lassen und bin über den Ozean geflogen, um zu helfen. Die Stadt braucht sie sicher nicht mehr. Aber wir könnten den Kram in der Farm gebrauchen. Ja, die und ihre Farm. Ja. Oh, da sind Gegner. Schlechte Neuigkeiten, Hawthorne. Die Gefallenen waren schneller als wir.
Okay, vergesst die Vorräte. Kümmert euch um die Gefallenen und wir planen unseren nächsten Schritt. Okay, Mobs killen. So. Alles schwer. Was, du willst mich hauen? Zeig dir mal, wie das geht. So. Hinter uns ist noch irgendwo was. Ich dachte gerade, dass du nichts geschossen hast und jemanden getötet hast. Nicht lange. Die Gefallenen mögen es nicht, wenn man ihnen eine Gelegenheit zum Plündern nimmt. Ich rechne mit einem geballten Angriff. Dann tut mir doch bitte noch einen Gefallen, ihr zwei. Platziert einen weiteren dieser Knoten, um mein Signal zu verstärken. Und dann verschwindet von da. Ich würde auch gern verschwinden. Er rennt wieder einfach so dadurch. Ich müsste mich nur noch unsichtbar machen, dann wäre der. Dann bin ich von Grund auf komplett. Boah, der hält einen Schuss von mir aus. Einen Messerstich. War nicht geplant. In so einem scheiß Scharfschützengewehr passt viel zu wenig Munition. Oh, warte mal. Der hat. Oh, ja, da ist ein Auge. Auge ist down. Yep. Hinter dir droppen welche. Ich verstecke mich hinter. Oh, die sehen mich. Das ist ein Computergegner, die sehen einen durch die Wand. Ich habe gehofft, aber so hinterm Zelt und dann von hinten, aber nein, war nix. So. Fünf Prozent noch? Jetzt kommt bestimmt was Dickes. Ja, wahrscheinlich. Oh, 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 oh. 100 Prozent. Einer ist da noch bei dir. Wenn sie sauer sind, jetzt kommt was Dickes. Richtig. Nicht nachlassen. Superpower ist bereit. Zum Dicke? Okay. Tot. Wir haben es sicher das Gebiet. Okay. Jetzt tot. Mann! Da kommt noch was? Nee, doch nicht, ist abgehauen. Ich wollte meine Jedi-Tricks benutzen. In der ETZ finden können. Sobald wir die Stadt zurückerobert haben, wird das eine große Hilfe sein. Sicher. Eigentlich will Soraya Danke sagen. Komm zu mir zurück. Wenn irgendwie was Cooles gedroppt. Es gibt noch jede Menge zu tun. Nee, aber wir können schnell reisen, indem wir das Brustland rechts oben auf der Karte einfach anklicken und gedrückt halten. Dann sind wir sofort wieder bei Devra. Okay. Erledigt. Achso, Drops, ja, stimmt. Ladebalken. Perfekt. Perfekter Zeitpunkt für Drops. Wieso bist du jetzt auf einmal so laut? Ich hab mein Mikrofon gedreht. Warte, ich dreh's wieder zurück. Nee, lass mal ruhig. Du kannst so. Besser laut sein, ich kann dich besser leiser machen bei mir. Oh nein, ich habe Waffen mit 53 Angriff. Die sind aber für Level 5. So, warte, lass mich mal kurz schauen, was ich hier Cooles gekriegt habe. Ich denke, wir dürften einiges an neue... Handfeuerwaffen. Ich mag keine Handfeuerwaffen. Level 5. Zerlegst du auch immer schön die Sachen, die du nicht mehr brauchst? Ich wollte dir genau das gleiche sagen. Zerlegst die Sachen, die du nicht brauchst? Ja, ich habe mir das auch beim Solo-Play angewöhnt. Weil sonst hast du nachher so viele Items. Das so. Hat er auch. Ich glaube, bei blauen Gegenständen oder so kriegst du so Items für Ruf für den einen. Also das Zerlegen lohnt sich auch ziemlich. Ich gehe schon mal oben zu Onkel, keine Ahnung, wie der heißt.
Mhm. Der Brom. Der gute Boy. Und er, der alte Sack. Der quatscht immer so viel von seinem alten Tee. Ja. Dann sagt er, ich hab Tee gemacht. Und dann kommst du zu ihm, ich hab schon auf. Was kann ich für dich tun? Das sind die besten Gastgeber. So, Ruf erhöhen. Zack, 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 zack. Voll. Auf Wiedersehen, Hüter. Ja, auf Wiedersehen, mein Freund. So, ich bin immer noch... Das reicht. Nucke. Zerlegt. So, der wird mal... Ja, wieder was denn? Ah, ne, wir haben gar nichts für dich erledigt. Nö, nö, du kannst oben nur die Marken bei ihm abgeben. Ja, das ist aber ganz gut. Wir haben nämlich ein paar. Ups. Hier, der kriegst ein paar Marken. So, dann haben wir hier noch zwei Abenteuer aktuell. Mhm. Ich würde sagen, die machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, bin ich auch dafür. Dann, liebe People, beim nächsten Mal geht's weiter und irgendwann schaffe ich es, Markus irgendwie durch eine Falle umzubringen. So? So, bis zum nächsten Mal. Ciao.